Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Your future is fiction. Dann wollen wir mal schauen. Ah, ein weiteres Kineskop. Kinetoskop. Ah, Kineskop, wie auch immer. Was gibt's denn hier Schönes? Hat er irgendein Spezialzeug? Nö. Nichts Besonderes. Da wäre ihr Waffenschmied. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Hm, das gefällt ihr wohl nicht. Schmoll doch nicht. Ach komm schon. Hey. Na gut, dann gehe ich halt allein weiter. Tja, keiner redet. Willkommen bei der Personalabteilung von Fink Industries. Wir stellen nicht ein. Alles klar? Keine Jobs. Wie kommen wir nach Finken rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Fink Industries stellt momentan nicht ein. Kommen Sie einfach mal wieder. Oh, da drin blinkt was. Verzeihung, Sir. Aber es hat doch geheißen, hier gäbe es Arbeit. Meine Papiere sind alle in Ordnung. Kann schon sein, aber wir sind voll. Aber ich habe mein ganzes Geld für die Fahrt von Baxtontown hierher ausgegeben. Nun, wir nehmen so viele drittklassige Tagelöhner, wie wir im Moment wollen, okay? Hören wir uns mal das hier an. Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein, dazu braucht man Finks Holz, einen Finkhammer und Finks Hände, die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht. Mist. Da brauche ich 5 Stück für und die habe ich eben für so einen blöden Safe ausgebaut. Jetzt muss ich 4 Stück irgendwo kaufen. Entweder renne ich zurück oder ich finde jetzt noch ein paar, weil da drin gibt es ja ein Upgrade für mein Schild wieder. Und zwar den letzten, den ich brauche. Ja, Schloss knacken, Haarnadel. Hier ist ein Schloss. Kostet also keinen Dietrich, wie es aussieht. Geschafft! Da drüben, ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Finken. Gucken wir erst, kostet uns unterwegs das Leben. Ah, na. Siehst du es auf, Elisabeth? Fertig. Awesome. Du bist die Beste. Sind einfach jetzt auf der anderen Seite davon. Halt, warum geht's nicht weiter? Stand im Weg. Oh, hier. Oh. Was sonst ist Anarchie als ein Messer im Rücken unseres Propheten? Autsch. Oh, wo bist du denn her? Ja. Gar nicht gut. Schild, geh schnell hoch. Ja, der ist schon mal ausgeschaltet. Sehr gut. Ah!
Munition! Okay, sie scheint unsterblich zu sein. Ich verletze sie nicht, das ist schon mal gut. Schnauze. Hier! Na also! Das war in der Nacht. Ja, Habba Habba. Oh. Ah, die Shotty ist besser. Die gefällt mir gar nicht, die Waffe. In letzter Zeit kommen mir eine Menge komischer Ideen zu Ohren. Bezahlter Urlaub. 8-Stunden-Tag. Lohnfortzahlung. Das sind Anarchisten. Hier, für die Kasse. Meine Freunde. Thank you. Und der Anarchist ist der Freund des Hungers, der Genosse des Mangels und der Spießgeselle der Krankheit. Ich werde nicht zulassen, dass ein Anarchist zwischen euch und... Ich bin im Besitz des persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht geliebt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen. So, ich brauche 2 weitere Lockpicks. Was haben wir denn hier? Salze? Shoddy. Der Waffenschmied Chen Lin, gesucht wegen Kontakten zur gesetzlosen Daisy Fitzroy. Unser Mann ist anscheinend ausgeflogen. Das ist nicht gut, oder? Nein. Ein Lockpick dafür. Tja. Kann man da hinten Lockpicks kaufen? Nö, nur Munition. Murks, die will ich nicht haben. Kann ich nicht gebrauchen. Oh. Ja, komm, wird schon schief gehen. Mach mal auf. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Sieht einfach aus. Ist ja wahrscheinlich nur Geld drin. Erledigt. Ja, 123, 48 kosten Lockpick, hat sich also gelohnt, falls ich den nächsten Lockpick-Schuppen finde. Da, der da vielleicht. Tja, Magazinvergrößerung, Schaden. Ich hab Geld gefunden. Tödlich oder tot? Hier. Dankeschön. Maschinengewehr, noch mehr Muni. Könnten wir eigentlich machen. Nehmen wir. Gucken wir uns das nochmal genau an. Ja, es fehlt noch eine Verbesserung. Dann ist das Maschinengewehr auf höchster Stufe. Und dann werde ich sehr wahrscheinlich mir die Snipper als Alternativwaffe nehmen. Oder die Shotgun. Muss ich mal schauen. Das ist wahrscheinlich die Snipper. Ich hätte auch auf Shotgun gehen können und Sniper. Shotgun ist schon ziemlich mächtig. Gatling Gun, das brauchen wir alles nicht. Oh, Geldtasche, sehr gut. Tja, jetzt ist die Überlegung wert, wieder zurückzurennen und noch ein paar Dietriche zu kaufen, damit ich mein letztes Upgrade kriege. Schau mal, vielleicht finde ich jetzt noch 2 hier. Sieht aber nicht so aus.
da lang, durch die Tür. Ah, da. Service Elevator to Function. Alright. Geh in Deckung, okay. Was auch immer kommt. Da, Slates Schrank. Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hatte Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Dein Hemdchen ist kaputt gegangen. Tja, da geht's jetzt weiter hoch. Ich glaube, ich renne zurück. Ups. Und hol mir noch das Upgrade da oben. Jetzt renne ich immer weiter weg davon. No jobs today. Der hat nur Fähigkeiten gehabt, ne? Box kann ich nicht gebrauchen. Ich habe Geld gefunden. Supi, Geld ist immer gut. Oh, was liegt hier drunter? Ah, einer würde fehlen. Verdammt. Hätte ich unten den nicht aufgemacht, dann hätte es gereicht. Na gut, dann gehen wir mal zurück und suchen den nächsten Laden auf. Ich würde sagen, ich mache einfach hier einen... Oh, hier ist ja vielleicht schon einer. Nee, das sind Waffenvergrößerungen. Ah, hier auf der Seite, der war das, ne? Der hatte die. Lockpicks, sehr gut. Ah, ist ausverkauft. Da muss ich öfter mal drauf achten, dass ich alle von denen kaufe. Können wir direkt wieder zurückgehen. Das hätte ich hier einen Break gemacht und hätte von der Stelle weitergespielt, wenn ich den fünften Lockpick hätte. Aber so ist es ja auch kein Problem. So, bevor wir da aber reingehen, machen wir wieder einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.